Auf der Suche nach sehr dünnen Pinseln für kleinere Bildformate bin ich auf ein merkwürdiges Phänomen gestoßen. Jedes Mal wurde der Begriff Nail Art mit kleinen Pinseln in Beziehung gebracht. Sehr dünne Pinsel für Nail Art geeignet oder so ähnlich hat die Suchmaschine immer wieder ausgespuckt. Bei Nail Art dachte ich in meiner Einfalt natürlich zuerst an den Düsseldorfer Künstler Günter Uecker, der nagelt schon seit Jahrzehnten seine Bilder und Skulpturen, aber der braucht dafür vermutlich eher einen Hammer als einen Pinsel. Aber wenn mein Interesse einmal für so etwas geweckt ist, dann lässt mich so ein Thema so schnell nicht mehr los. Das dann Nachfolgende als Recherche zu bezeichnen, wäre ein Euphemismus. Das gleicht dann eher einem manischen Versinken in einem Rabbit Hole, in einem alles im wunderlandigen Ausmaß. Und es inspirierte mich zu einem für mich außergewöhnlichen Gemälde. Und während ich euch diese Geschichte jetzt erzähle, lasse ich den Zeitraffer laufen. Dieser Film wurde möglich gemacht durch meine Patrons. Vielen Dank. Nail Art. Eine Bildersuche nach dieser Kunstform macht einem allerdings sehr schnell klar, dass bei Nail Art das Bemalen von Fingernägeln gemeint ist. Zunächst war ich fasziniert von der Vielfalt und überbordenden Kreativität dieser Nail Artists. Allerdings fand ich den Maluntergrund sehr befremdlich. Und das sagt jemand, der sogar auf Bierdeckel malt. Warum malt man 10 winzige Gemälde? Nennt man das dann Decktüchern? Aber noch mehr beschäftigte mich die Frage, warum man sich seine Fingernägel bemalen lässt. Aber ich freue mich über jeden Künstler, der seine Kunstsammler findet, wenn Kunst Menschen erfreuen kann und geschätzt wird, dann macht mich das glücklich. Für mich war die Vorstellung, sich von anderen die Fingernägel schneiden, feilen und bemalen zu lassen, erst einmal absurd. Ich knipse die einfach schnell selbst ab und Farbe habe ich immer genug auf den Nägeln, naja, eigentlich mehr unter den Nägeln. Aber ich habe schon lange aufgehört, von mir auf andere schließen zu wollen. Das hat noch nie zu Erkenntnis oder Weisheit geführt. Immer mehr Nagelstudios eröffnen in unseren zunehmend verwaisten Innenstädten. Ich war an ihnen nur meist vorbeigelaufen, ohne sie wirklich zur Kenntnis zu nehmen. Achtet man bewusst auf diese Studios, fällt einem erst einmal auf, wie viele es von diesen gibt. Folglich muss es auch eine erstaunlich große Kunstszene geben, die mir bisher entgangen ist. Das ist mir schon einmal mit der Tattoo-Szene so gegangen. Kunst am Körper geht an mir irgendwie vorbei. Ziemlich schnell fiel mir auf, dass die allermeisten dieser Nail-Artists Asiatinnen sind. Und dann erfuhr ich bei meiner Recherche, dass Nagelstudios meist in vietnamesischer Hand sind. Wie kommt das, fragte ich. Ist Nagelpflege dort eine Tradition? Ist sie nicht. Das hat ganz andere Gründe. Über 100.000 Vietnamesinnen und Vietnamesen flohen während des Vietnamkriegs in die USA. Der amerikanische Filmstar Tippi Hedren engagierte sich damals in der Flüchtlingshilfe. Mir war Frau Hedren kein Begriff, aber ihr kennt vielleicht, so wie ich, ihre Tochter Melanie Griffith. Sie hatte damals die Idee, die durch ihre Flucht mittellos gewordenen Vietnamesinnen in Maniküre ausbilden zu lassen, damit sie aus den Flüchtlingslagern herauskommen und auf eigenen Füßen stehen können. Dieser Job schien ihr ideal. Er ist nicht zu komplex, als dass man ihn nicht in einer überschaubaren Zeit lernen könnte. Man braucht dafür keine großen Sprachkenntnisse, kann diese aber, wenn man möchte, im Gespräch mit den Kundinnen erwerben.
Sie ließ ihre persönliche Maniküristin jede Woche in das Lager fahren, um dort den Flüchtlingen dieses Handwerk zu lehren. Die Vietnamesinnen lernten von ihr aber nicht nur Nail Art, sondern auch Englisch. Hedren ermöglichte ihren Schützlingen nach dieser Grundausbildung eine anerkannte Kosmetikschule zu besuchen. Und aus den ersten 20 Absolventinnen, die in Kalifornien dann zum Teil auch eigene Salons eröffneten, entstand über die Zeit eine ganz eigene Kultur von vietnamesischstämmigen NagelkünstlerInnen. Und wie es eben immer so ist, was in Amerika erfolgreich ist, verbreitet sich irgendwann dann auch bei uns in Europa. Was jetzt wie eine wunderbare Erfolgsgeschichte von Hilfe zur Selbsthilfe und gelungener Integration klingt, was sie ja auch war, hat inzwischen leider auch Schattenseiten entwickelt. Viele Mitarbeitende in diesen Nagelstudios sind illegal hier, werden finanziell ausgebeutet und sind zum Teil auch noch minderjährig. Schleuserbanden transportieren vietnamesische Jugendliche aus ärmsten Verhältnissen in LKWs und Kleinbussen durch Russland und Polen in den Westen. Diese oft wochen- und monatelange Reise ist nicht nur ein kräftezehrendes Martyrium, sondern kostet die meist mittellosen Flüchtenden ein Vermögen. Dieses dann zurückzahlen zu müssen, macht die illegal Eingewanderten dann zu ZwangsarbeiterInnen, die weit unter Mindestlohn in diesen Nagelstudios dann arbeiten müssen. Ich möchte nicht annehmen, dass in jedem Nagelstudio die Angestellten ausgebeutet werden, denn das ist ganz bestimmt nicht der Fall. Aber auch dunkle Seiten sollten nicht verschwiegen werden, aber sie sollten eben auch nicht das gesamte Bild prägen. Noch nicht beantwortet wurde, warum Menschen sich ihre Nägel bearbeiten und verschönern lassen wollen. Dieser Frage wollte ich auch noch auf den Grund gehen. Sicherlich gibt es einige, die sich einfach zu ungeschickt anstellen, sich die Nägel selber zu schneiden oder haben vielleicht eine Behinderung, die diese Tätigkeit erschwert. Aber die würden es ja mit der reinen Pflege bewenden lassen. Mir geht es darum zu erfahren, warum man Kunst aus seinen Fingernägeln machen lässt. Der Gedanke daran, meine eigenen Nägel in 10 kleine Kunstwerke zu verwandeln, macht mich schwindlig. 5 Stück würde ich bestimmt hinbekommen, aber meine dominante rechte Hand würde aussehen, naja, wie sie auch sonst aussieht, wenn ich gemalt habe. Viel lerne ich über Self-Care und Self-Expression. Dafür gibt es auch deutsche Ausdrücke, aber die klingen für mich in diesem Zusammenhang irgendwie falsch. Viele scheinen sehr große Freude und Zufriedenheit zu erlangen, wenn sie sich pflegen und verschönern lassen. Sie spüren dabei, dass sie sich selbst etwas wert sind, wenn sie sich den Luxus einer solchen Behandlung gönnen. Durch ihre gepflegten und verschönerten Nägel zeigen sie auch anderen, ich bin mir wichtig. Wie auch in der klassischen an der Wand Hängenmalerei sagen Motiv und Malweise natürlich viel über den Kunstsammler selber aus. Hängen die Wände meiner Kanzlei oder Praxis voller großformatiger, abstrakter Gemälde oder sammle ich im Herrenzimmer kleine, detailliert gemalte Akte? Ist es eher der Impressionismus oder der Expressionismus, der meiner Gedanken- und Gefühlswelt entspricht? Kunst sagt über den Sammler mindestens genauso viel aus wie über den Künstler. Künstler können manchmal nicht anders. Sammler sind frei. In einem YouTube-Video stoße ich auf eine Szene, die mich sehr tief bewegt. Eine junge Frau, eine Influencerin, lässt sich in einem Salon die Nägel bemalen und lässt mit der Kamera ihre Zuschauer an diesem Erlebnis teilhaben. Sie ist so voller Begeisterung über ihr neues Nageldesign, dass sie mich mit ihrer Freude anzustecken vermag. Ich pausiere das Video und freue mich mit ihr. Von der Nagelkünstlerin finde ich in einem anderen Moment des Videos ein feines Schmunzeln. Sie freut sich stiller,
nicht ganz so exaltiert wie ihre Kundin. Sie hat das Lächeln einer Künstlerin, deren Arbeit geschätzt wird, die mit ihrer Kunst ein Herz erfreut. So sollte es immer sein in der Kunst. Diesen Moment wollte ich festhalten auf meine Art, auf einer Leinwand. Dieses Bild auf einen Fingernagel zu malen, wäre natürlich sehr witzig gewesen, aber so fein sind die Nail Art Pinsel, die ich mir inzwischen gekauft habe, nun doch wieder nicht. Ja, ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht, mich auf dieser kleinen Gedankenreise zu begleiten. Eure Sicht auf dieses Thema würde mich sehr interessieren. Vielleicht mögt ihr sie mir ja in einem Kommentar formulieren. Ansonsten gebt auf euch Acht, seid euch wichtig und genießt die Kunst.